Fluch schaut eier aus Bach, wo pur Jung hat Mäßigkeit geboten, für dich an ihrem Leben einen Flieger selber zu steuern. Jean-Pierre Genmoyen, du bist Vizepräsident und Organisateur am Aerosport und dafür wollte ich mal ein paar Fragen stellen, was diesen Tag anbelangt. Also, was ziehst du als Schlussfolgerung von diesem Tag aus? Ich fand, wir hatten heute einen formidablen Tag. Erstens, mal, wenn wir richtig super Lichtwerte hatten, an der Fliegerei ist das ganz wichtig. Das ist das Erste. Das Zweite, dass wir so große Succes haben, muss bedenken, dass wir dann heute 65 Jugendliche hatten, am Alter von 14 bis 19 Jahren. Die sich für die Aviation interessieren. Und wir wollten das ein bisschen mehr allgemein auch halen. Erstens mal für die Flieger, also weise, für ein bisschen zu erklären, wie er dass die Flieger überhaupt fliegt. Und für dann natürlich auch mit den Leuten, auch ein kleines, wie ihr seht, entweder die Engel haben überhaupt die Lehre gemacht, die eben nur ein bisschen nicht mehr wollten, einfach so über die schönen Plätze am Land fliegen. An die anderen muss ich so, und da haben wir schon direkt 18 Leute gehabt, die sich fast angeschrieben haben, für da eine richtige Initiation zu machen. Eine Initiation, das heißt, dass ein Pilot oder die Pilotin einfach dann noch links auf dem richtigen Sitz ist, wie ein Pilot auch sitzt an einem Flieger, und mit einem Instruktor um jetzt sitzt und dann schon kann wirklich eine Stunde lang hier fliegen. Wen kann ich dann aufhängen, hier zu fliegen? Ja, hier kann ich aufhängen mit fliegen, mit 60 Jahren. Das heißt, weil wir an diesem Moment sind wir eben am Oktober, geht das dann halt zu Lützeburg. Da kann man sich abschreiben lassen und dann fängt noch direkt die theoretischen Kuren an. Die theoretischen Kuren die dauern dann vom Oktober bis Ostern, Pfingsten, so je nachdem wie das. Zweimal an der Woche, das heißt, wir haben mindestens am Mittwoch das dann Englisch Kuren. Wir sind noch die letzte Schule, die auch Kuren auf Englisch und auf Französisch halen. Und dann Dienstag und Donnerstag sind dann Kuren auf Französisch. Also Pierrick, moin, du bist heute für dich geflogen. Erzähl uns mal, wie sich das fühlt. Also es war phänomenal, die erste Kehr selber fliegen, das ist unbeschreiblich. Also am Anfang hat immer gedacht, wir müssen viel kippen und drücken und zählen, aber am Anfang ist es extrem einfach. Es lässt sich ganz einfach fliegen und es muss nicht großartig Bewegungen machen, für so einen großen Flieger einfach zu trainieren, Kehren zu machen, rauf zu fliegen. Also. Was mich am meisten beeindruckt hat, selber ein Kind der Kommandant zu sehen, und noch, dass wir so sehr, also wir sind über den Stau geflogen, dass wir so sehr da waren. Ich hätte das nie gedacht. Ja, also den Jeanne Carol, den hat ja gesagt, dass der Flieger ungefähr bei 180 km in der Stunde fliegen. Hast du das spürt in der Dauer oder meinst du nicht, da geht mir los, wie da wirklich geht das? Spüren überhaupt nicht. Also, wenn ich so in der Luft das bemerkt ihn das nicht direkt mehr. Wenn ich vielleicht ein bisschen mit Dave, was der Boden geflogen wird, dann hat ihn vielleicht ja gemerkt, dass wir wirklich sehr in der Weh waren. Aber an der Luft gar nicht, überhaupt nicht. Ne. Du zurückkommen, Cousin Moni, die am Science Club angeschrieben waren, die hat mir davon erzählt. Und dann, ja, ich muss mich für dich am Science Club anschreiben. Und, dann habe ich auch angeschrieben, kurz mal speziell, wir müssen ausfüllen und dann, zack, hier waren wir. Aber in der Zukunft will ich gerne selber Privatpilot gehen, kein Linienfliegerpilot sein oder so etwas, mehr live privat und Hobby, Freizeit. Falls du erst etwas gibt, wenn ein Flieger gescheitert, wo dem Pilot schlecht geht oder so, fühlt sich dann sicher, wenn ich selber schon geflogen habe, gibst du dich da bereit, vielen Flieger so zu landen oder wäre das noch aber zu schwer? Oh ne, ich gehe aber im Kommando gehen und probiere mein Bestes zu gehen, für den Flieger aufzukriegen und alle Leute sich wieder zu landen. Was meinst du, der Pilot dann den professionellen Flit als Avantage in Rapport zu einem, wo nicht mehr ein Privatflit? Also nicht immer schön wird, da du eben noch immer über die Wolle gehen und verdienen doch dabei. Das Beste drin. Als Hobby muss ich selber bezahlen, mehr, wenn ich als Linienpilot fliegt. Also, ja, für was nicht.